Hallo, mein Sohn hat mich gebeten, mal etwas zum Impfen zu sagen. Also, eigentlich wissen Sie schon alles, denn Sie wurden in Ihrem Leben schon mehrfach geimpft. Zum Beispiel Tetanus oder ähnliches. Also Erreger, die sich nicht ändern und gegen die wir bewährte Impfungen haben, da haben wir natürlich auch gar kein Problem mit, uns dann impfen zu lassen. Ne? Jedenfalls die meisten nicht. Okay. Bei der Grippeschutzimpfung, da denkt schon der eine oder andere drüber nach, ob das für ihn Sinn macht oder nicht. Meine Schwiegermutter zum Beispiel hatte ein sehr schwaches Immunsystem, bevor sie starb. Wenn die eine Grippeschutzimpfung bekommen hat, dann hat ihr das nicht gut getan. Und daraufhin hat sie die dann weggelassen. Das war eine ganz persönliche Entscheidung und die muss man ihr dann auch lassen. Ne? Bei mir ist es so, ich habe es mal ausprobiert, ob das irgendwas bringt, aber bei mir ist das tatsächlich nicht feststellbar, weil ich werde sowieso sehr selten krank und von daher kann ich einfach nur jedem raten, Immunsystem stärken. Ne? Das ist die Nummer eins. Und ob Sie jetzt eine Grippeschutzimpfung brauchen oder nicht zum Beispiel, das werden Sie auch daran festmachen, wie oft Sie eine Grippe erwischt, okay? So, jetzt bei dem Coronavirus wissen wir, der liegt in der Gefährlichkeit etwa in der Stärke einer starken Influenza, sagen so einige Experten. Da haben wir uns bislang nicht so wirklich einen Kopf drum gemacht, wie wir die Kranken schützen. Aber auch das ist so ein Thema für sich, wenn Sie sich die Krankenhäuser angucken. Dieser MRSA-Keim, der sorgt letztendlich dafür, dass die Leute dann dahin gerafft werden, weil Antibiotikaresistenzen sorgen dafür, dass der sich ungehindert ausbreiten kann und wir haben locker über 20.000 Tote wegen diesem Ding. Ja? Also wenn es jetzt tatsächlich in der aktuellen Diskussion um Gesundheit geht, dann sprechen Sie das Thema an und fragen Sie mal ganz gezielt danach, was wir denn in deutschen Krankenhäusern zu diesem Thema machen. Demnächst. Sofort. Ja? Ob da jetzt auch irgendwelche Hygiene und Quarantäne und so weiter Verordnungen greifen. Sie können auch nach Holland gucken, die haben angeblich dieses Thema im Griff. Da gibt es keine MRSA-Keime in Krankenhäusern. Die sparen sich also diese 20.000 Tote. Ja? Was auch interessant wäre, ist, ob wir dieses Jahr weniger MRSA-Tote haben. Ja? Weil wenn die alle deklariert werden als Corona-Covid-19-Tote, weil man diesen Erreger bei ihnen gefunden hat, dann ist das womöglich nicht so ganz die richtige Todesursache, die man bei denen eingetragen hat. Ja, es kann durchaus auch der MRSA-Keim gewesen sein. Dann geht das Thema natürlich noch weiter. Herr Püschel in Hamburg ist eigentlich der Einzige, der wirklich diese Covid-19-Toten obduziert hat und ein bisschen mehr dazu sagen kann. Es gibt einige Interviews mit denen, die kann ich nur empfehlen, damit man mal einen kleinen Eindruck davon kriegt, was das für Patienten sind, woran sie womöglich gestorben sind und diese Embolien und Thrombosen, die man dann bekommen kann. Das liegt zum Teil einfach an Bewegungsarmut. Meine Mutter war dement in ihren letzten Jahren, die hat sich kaum bewegt, die saß zu Hause nur noch rum, da musste ständig jemand vorbeikommen, ihr was zu trinken geben, sie wollte nicht mehr selbst kochen. Die Blümchen vor ihrem Fenster habe ich dann eingepflanzt und da müssen wir jetzt mal aufpassen, dass wir die Kirche im Dorf lassen und die tatsächlichen Ursachen für die Tode benennen, die richtig einkategorisieren, grundsätzlich jeden Covid-19-Toten obduzieren und die wahre Todesursache eintragen. Die Statistik vom RKI würde ich umstellen auf Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern. Wer ist davon betroffen? Wer wird nur mit Sauerstoffmaske beatmet? Wer wird tatsächlich intubiert und aktiv beatmet? Wer ist tatsächlich an diesem Virus gestorben? Wer ist an Behandlungsfehlern gestorben? Das sind alles Fragen, die zu klären sind. Und wer sich da drum rumdrückt, und das sind im Moment scheinbar einige, die immer noch seltsame, esoterische Diskussionen führen, der steht nicht auf dem Boden der Wissenschaft, für die ich stehe. Okay?